Ja. Guck mal, Manu, da ist Berg. Berg. Okay. In between you and I. Maybe just a little. A little bit to get me by. Du meinst, er weiß, was ich damit meine? Nee, nee, so sagt Bruno, dann weiß er muss so machen. Ich glaube schon. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Nee, auf gar keinen Fall. Die beste Luft, die es gibt einfach, ne? Man hat natürlich gemerkt, dass die ganze Stadt mitfiebert. Schon über Wochen und Monate war die Stadt blau-weiß geschmückt. Wir haben viele Briefe, E-Mails bekommen, die Unterstützung immer wieder erfahren, dass die Bochumer hinter uns stehen. Es war eine wunderbare Geschichte. Wie gesagt, als Gemeinschaft ist der VfL Bochum wieder in die erste Liga zurückgekehrt. Tor! Immer noch! Nein! Oh, schieß ein Tor! Hey! Ja, jetzt weiter! Tor! Wir haben so einen Dachschaden. Hey. Don't speak my language. Don't speak. Eine Tour stand, der andere schießt. Perfekt. Nimm mir diese. Ostwestfalen oder Ruhrpott? Ruhrpott. Das ist jetzt der Beste. Jetzt bin ich drin. Nee, ja, nicht. Weil der ist eine Legende, der ist einfach unglaublich. Mit 43 noch auf dem Niveau Fußball zu spielen, ist erstmal aller Ehren wert, aber auch menschlich. Ich habe mit ihm zwei, drei Sätze gesprochen vor dem Spiel in der Halbzeit. Das ist einfach unglaublich. Das ist ein ganz besonderer Sportsmann und es hat viel, viel Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Wer von euch trinkt beim Spiel oder vorm Spiel mehr Kaffee? Boah. Wie viel? Das normalerweise 7. Mit wem würdest du lieber im Aufzug stecken bleiben? Mit einem aufgebrachten Manuel Riemann oder mit Christian Gamboa nach 7 Kaffee? Ich glaube, dann nehme ich Christian Gamboa.